Herzlich willkommen zur Informationstheorie und Codierung Fragestunde. Aus aktuellem Anlass natürlich heute als Streaming. Mein Name ist Reinhard Seif. Ich werde mit Ihnen die Fragen zu Informationstheorie und Codierung heute einfach durchgehen. Einige von Ihnen haben mir ein paar Fragen per E-Mail zugeschickt. Wer möchte, wem was einfällt, noch ein paar sinnvolle Fragen hat, kann auch den Chat nutzen hier im Livestream, um noch Fragen zu stellen, während ich die Punkte durchgehe. Ich habe leider heute ein kleines Problem mit der Kamera, deshalb ich werde das meiste mündlich zeigen. Ich habe aber ein paar Fotos für die wichtigen Formeln. Es gibt nämlich ein Beispiel, da brauchen Sie von mir noch zwei Formeln zur Lösung. Schauen wir uns die Angabe durch. Und zwar Beispiel 1. Das dürfte Ihnen schon bekannt vorkommen. Bei Beispiel 1 geht es um eine Kennlinie. In dem Fall haben wir uns ein Beispiel überlegt, das eigentlich aus der Praxis kommt. Bei unseren Satelliten entlädt sich auch meistens die Batterie. Und hier an dem Beispiel haben wir einfach angenommen, dass es sich um einen Rover, also einen kleinen Roboter handelt. Die Batterie entlädt sich dann entsprechend dieser Formel. Ich habe zu dem Beispiel keine Fragen per E-Mail bekommen. Ich glaube, das meiste dürfte also soweit klar sein. Es ist ziemlich identisch zu einem Beispiel aus der Vorrechenübung. Einziger Unterschied bei Punkt E, 4-Bit-Blockcode, da müssen Sie also 16 Werte rechnen. Das ist ein bisschen mehr als wie in der Vorrechenübung. Dürfte aber auch kein Problem sein für Sie. Beispiel 2 ist dann ein neues Beispiel, das letztes Jahr als Teilklausur gerechnet wurde oder zu rechnen war. Ich habe das diesmal als Hausübung hineingetan, damit Sie auch ein Beispiel haben, das so ist, wie die Prüfungen bei uns normalerweise ausschauen. Schauen wir uns einfach Punkt A, B und so weiter dazu an. Ich habe dann ab Punkt C ein paar Fragen bekommen. Punkt A ist an sich schon ein relativ schwerer Einstieg, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man es schon gleich zu Beginn eigentlich theoretisch in eine Formelumformung einsteigt. Hier ist das gefragt, wie sich der mittlere Binärstellenaufwand berechnen lässt. Die Formeln kennen Sie alle schon aus der Vorrechenübung. Ich zähle sie noch kurz auf. Sie müssen also die Formel für die absolute Redundanz R gleich m quer minus h verwenden. Dann das PS zu PN kommt aus der Kanalkapazität. Das wäre also C ist B mal Logarithmus dualis 1 plus PS durch PN. Entsprechend dann kann man das auch umformen, wenn man es braucht. Der Informationsfluss kennen Sie auch. Ist H' ist H mal der Zeichenrate. Und aber auch, das braucht man hier, m quer mal der Zeichenrate, weil wir ja eine Redundanz ungleich 0 auch haben. Also mit diesen vier Formeln und der Randbedingung, dass c gleich m quer mal rz ist, also das heißt, dass die Kanalkapazität und der Datenfluss, nenne ich ihn mal immer, m quer mal rz gleich groß ist, also maximal. Und wenn Sie diese vier Formeln nehmen, umformen, dann kommen Sie normalerweise auf eine schöne Formel für m quer. Ein bisschen einsetzen und herumspielen. Und das sollte dann auch wirklich nur Bandbreite, also aus der Kanalkapazität das B, dann die Redundanz PS zu PN und H' drin vorkommen. Das geht wirklich. Bei Punkt B ist dann entsprechend der Wert einzusetzen und C wird eigentlich schon interessant. Da gab es noch ein paar Fragen. Und zwar einmal die Frage, wie man den Fano-Code zuweisen muss. Das ist eigentlich eine Theoriefrage. Sie müssen sich nur überlegen, das kommt auch in der Theorie vor und im Beispiel, wie erreiche ich eine maximale Entropie? Naja, da gibt es einmal den Ansatz, dass alle Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Da müssen Sie sich eigentlich nur fragen, ja geht das? Wir haben verschiedene Häufigkeiten. Geht das überhaupt? Also ich würde mal sagen, wenn man verschiedene Häufigkeiten hat, wird nicht jede Wahrscheinlichkeit gleich sein. Und dann ist die Frage ja, wählt man lange Codes für Zeichen, die ja
die lang sind, also die viel Häufigkeit haben, oder kurze Kurzverzeihen, die viel Häufigkeit haben und so weiter. Das heißt im Prinzip, können Sie den Fano-Code im Internet nachschauen, eine Möglichkeit, oder Sie wissen, wie der Fano-Code geht. Also der Fano-Code hat einfach, der beginnt bei kurzen Zeichen und je nachdem, umso länger, umso mehr Zeichen man dann hat, umso mehr kommen da dazu. Also wird man mit dem häufigsten mal beginnen. Am besten man ordnet das Ganze. Ich habe das immer bei mir selber dann einfach geordnet nach dem häufigsten, das wäre das Zeichen E und so weiter. Dann die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet und dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Und man überlegt sich einfach, naja, wie viel Bit. Also es fängt mit 2 Bit an und dann geht es so weiter. Ein Beispiel für einen Fano-Code ist auch bei Beispiel 3 hinten dran, also sieht man auch, wie das ausschaut. In der Theorie wird das sicher besprochen, also ich glaube, die ersten 3 sind 2 Bit, die nächsten gehen dann mit 3 Bit weiter. Punkt D ist dann basierend auf den mittleren Binärstellenaufwand, den man da bekommt, also einfach einen Fano-Code einsetzt, die Binärstellenaufwände zu rechnen. Also wieder einsetzen, ausrennen, dürfte kein Problem sein. Punkt E, gab es dazu dann eine Frage. Und zwar war die Frage, wo wirken sich diese 167 dB aus? Ich habe das kurz in der, glaube ich, in der Vorredeneinheit auch besprochen. Und zwar das Thema, ja, wo wirkt sich denn PS zu PN aus? Sie müssen sich nur überlegen, ja, was passiert mit PS zu PN, also mit der Signalleistung, wenn man was verschickt. Im Normalfall ist es so, dass die Signalleistung entlang des Weges kleiner wird. Also wenn Sie irgendwo was mit 10 Watt oder 100 Watt schicken, dann kommt auf der anderen Seite weniger an. Naja, hört sich logisch an und das ist eben diese Streckendämpfung von 167 dB. Sie wissen aber, dass am Empfänger 13 dB ankommt. Das steht ja da. Am Empfänger 13 dB. Naja, das heißt also, am Sender haben Sie 180 dB gehabt. Okay. Zu rechnen ist es aber immer für das Minimale auf dem ganzen Pfad. Also ist das Ausschlaggebende natürlich der Empfänger. Weil wenn ich am Empfänger nicht so viel Kanalkapazität zusammenbringe, dann nützt es nichts, wenn ich am Sender super viel senden kann. Wenn die Hälfte oder in dem Fall 90% oder mehr verloren geht, zählt immer der Empfänger der schwächste Punkt. Und das ist auch eine Theoriefrage, die Sie sich merken müssen. Also egal, was auf Ihrem Kanal passiert, wenn irgendwo ein schwaches Glied dazwischen ist, dann ist natürlich die Verbindung nur so gut wie das schwächste Element in dieser Kette. Wenn ich von Sender zu Empfänger gehe, habe ich natürlich keine Kette, eigentlich nur ein Weg und da zählt natürlich der schwächste Punkt, also der Empfänger. Das lässt sich physikalisch auch gar nicht anders umgehen. Es gibt leider keinen Kanal ohne Tricks, der das Signal am Weg stärker macht. Das heißt, E sollte mit der Information eigentlich einfach lösbar sein. Sie können da also quasi direkt einsetzen. Ich sehe gerade im Chat, gibt es dann Fragen zu Punkt im G, glaube ich. Na, was bedeutet diesen Bezug bei 2C Berechnung? Also, ja, springe ich nochmal zurück. Berechnen heißt in dem Fall hier beim C den mittleren Binärstellenaufwand zu rechnen. Das heißt, ja, Sie setzen oben, Sie ordnen das der Häufigkeit, Sie rechnen sich die Wahrscheinlichkeiten aus und dann ordnen Sie den Fano-Code zu, also mit 2 Bit beginnend. Bit pro Zeichen, ich glaube die ersten 3 sind 2 Bit, dann geht es mit 3 weiter. Und dann müssen Sie die Formel nachschauen, wie man den mittleren Binärstellenaufwand rechnet, wenn man Zeichen hat, die unterschiedliche Bitlänge haben. Und da brauchen Sie die Wahrscheinlichkeiten und die Zeichen oder die Bit pro Zeichen und dann können Sie den mittleren Binärstellenaufwand ausrechnen und das soll dann wirklich eine Zahl ergeben.
Und die Frage zur Entropie, nein, hängt natürlich nicht davon ab. Die hängt im Sinne von der Wahrscheinlichkeit ab. Die hängt mit der Häufigkeit zusammen. Aber eben der mittlere Binärstellenaufwand hängt dann sehr wohl ab, davon ab, wie man den Fano-Code zuordnet. Dann, so jetzt waren wir bei Punkt E, also einsetzen. Punkt F, begründen Sie die unter E durchgeführten Rechenweg oder den Rechenweg im Detail. Das war eben genau das, was ich gesagt habe. Ich habe es also schon vorweggenommen. Schreiben Sie dorthin, welcher Sender oder Empfänger, wer von beiden wirkt sich am meisten aus, was passiert mit dem Kanal, warum kann man nicht x dB übertragen, sondern nur 13 und so weiter. Gut, bei G, das ist wieder eine Theorie- und Wissensfrage. Da haben wir einfach eine Frage hineingepackt, die Sie als Nachrichtentechniker bzw. Student im entsprechenden Semester wissen sollten. Und zwar einmal von Signalverarbeitung nach anderen Fern, was quaternäre Codes sind. Vielleicht der Begriff bei der Hausübung haben Sie sie einfach Google nachfragen. Quaternär in dem Sinn heißt einfach vier Möglichkeiten pro Stelle. Also nicht wie bei binär 0 und 1, nicht wie bei unserem Zahlensystem Dezimalzahlen von 0 bis 9 ein Zeichen oder eine Stelle hat, sondern hier hat halt jede Stelle von 0 bis 3. Und dementsprechend können Sie jetzt den Zeichen kurz zuordnen. Also beginnend mit einer Stelle, wenn Sie eine Stelle haben dann und vier Möglichkeiten pro Stelle, ergibt das natürlich schon vier Codes. Und dann geht es weiter mit den Zeichen 5 und 6. Das ergibt dann dementsprechend sechs neue Codes. Und sodass der mittlere Stellenaufwand minimal wird, heißt im Endeffekt nichts anderes wie, naja, Sie sollen kurze Codes zureißen und nicht mit Absicht ganz lange. Und möglichst die kürzestmöglichen. Also nicht 0, 0, 0, 0, 1 oder so, sondern einfach mit einer Stelle beginnen. Also 0, 1, 2, 3 und dann die Stellen dazu tun. Entsprechend wird sich dann vielleicht oder vielleicht auch nicht die Entropie ändern. Die Frage kam auch per E-Mail, was wirkt sich hier auf die Entropie aus? Manche haben es in der E-Mail schon geschrieben, ganz richtig, die Entropie hängt nur von der Wahrscheinlichkeit ab. Jetzt ändern wir aber nicht die Wahrscheinlichkeit im Punkt G oben, sondern wir ändern nur die Bit für jedes Zeichen. Aber, ja, die Frage ist im Chat gerade gekommen, genau, das ist der Trick der ganzen Geschichte. Wenn ich zwei Zeichen habe, also binär 0 und 1, dann nehme ich ja mit Absicht den Logarithmus Dualis 2 hoch n, weil ich mich im Binärsystem bewege. Wenn ich ein Zehnersystem hätte, dann müsste ich auch den Zehnerlogarithmus nehmen. In dem Fall habe ich ein System mit vier Symbolen pro Stelle, also ein quaternäres System, und dann muss ich den Logarithmus der Basis 4 nehmen. Das ist die Lösung der ganzen Geschichte. Das ist auch in der Theorie kurz erwähnt. Wir haben ja gesagt, das Informationsgehalt des Logarithmus Dualis oder Minus Logarithmus Dualis von P, einfach deshalb, weil wir binäre Quellen anschauen. Das war ja die einfachste Quelle, die es gibt. Und hier haben wir halt eine Quelle, die 4 Möglichkeiten pro Zeichen hat, also Logarithmus zur Basis 4. Das ändert dann natürlich den Wert. Glaube ich, sollte klar sein. Und dementsprechend ist dann auch die Frage, gibt es da Vor- und Nachteile? Das war, glaube ich, schon ein bisschen aufgelegt. Ne? Weil wenn man da nach Vor- und Nachteilen fragt, dann wird es sich wahrscheinlich auch ändern. Und dann die Werte einsetzen und berechnen. Das dürfte normalerweise nicht so schwer sein, dann glaube ich. Beispiel 3 ist auch ein Prüfungsbeispiel. Das war, glaube ich, nach Klausur oder auch Teilklausur. Dementsprechend ist das Ganze auch in mehrere Unterpunkte natürlich aufgeteilt. Das sieht man immer gleich bei den Tests auch als Hinweis. Wir haben immer sehr viele Unterpunkte, meistens so 10 Stück in der Größenordnung. Bei dem Beispiel geht es um einen Satelliten, der fliegt um die Erde, wird von der Sonne beschieden. Und je nachdem, welche Außenfläche von der Sonne beschieden wird, gibt es halt ein Zeichen
und der meldet dann quasi, welches Zeichen oder welche Seite beschienen wird. Und das wird vom internen Lagerregelungssystem verwendet. Kommt auch aus der Praxis unser OBSAT, also unser 3U-Nano-Satellit, der gerade im Weltall rumfliegt, der im Dezember gestartet ist, hat auch eben solche 6 Seiten mit jeweils einer Fotodiode oder einem Sonnensensor. Das sind also nichts anderes wie Fotodioden. Und der meldet im Prinzip die Belichtungsseite. Und über diese Belichtungsseite rechnet sich die Software intern dann aus, woher kommt die Sonne. Das braucht er, damit er sich auf die Sonne ausrichtet und seine Solarflügel darauf ausrichten, viel Strom generiert, damit die Batterie nicht leer wird. In dem Beispiel nimmt man an, dass eben A bis F mit einer bestimmten Häufigkeit versendet wird. Das heißt im Endeffekt, das Zeichen C oder die Seite, wo dem Zeichen C zugeordnet ist, wird recht oft beschienen. Und dann gibt es 2 Seiten D und E, die werden relativ selten beschienen. Entsprechend dann den Informationsgehalt und so weiter, dann ein digitaler Blockcode, also Blockcode heißt entweder jedes Zeichen gleich für Bit und so weiter. Das sollte also bis dahin eigentlich nicht so schwer sein. Bei Punkt D wird es dann ein bisschen spannender, beziehungsweise eigentlich schon die Tabelle. Und zwar weisen wir hier jetzt wieder diesen Zeichencodes mit unterschiedlicher Länge zu. In dem Fall 2x2 Bit, 2x3 Bit, 1x5 Bit. Und blöderweise hat der Techniker, nicht ich zum Glück, vergessen, wie viel Bit das Zeichen D hat. Wir wissen aber diesen mittleren Binärstellenaufwand. Und aus dem können wir uns dann das D berechnen. Sie müssen sich nur die Formel hernehmen, wie man M quer berechnet bei Codes mit verschiedenen Bitzahlen. Und Sie können da dann einfach umformen. Also Sie wissen ja, dass im Prinzip M quer gleich einer Summe ist von irgendwas mit den Wahrscheinlichkeiten. Und Sie kennen, es steht da extra da, bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit, Sie kennen von allen Zeichen die Wahrscheinlichkeiten. Sie kennen von 5 Zeichen das MI, also den Binärstellenaufwand von diesen 5 Zeichen. Dann bleibt eigentlich nur MD übrig, also der Binärstellenaufwand von Zeichen D. Alles andere wissen Sie. Durch Umform kommt man dann auf das D. Sollte dann natürlich ein Binärwert werden, der gerade ist, wundern Sie sich nicht, wenn da irgendwas rauskommt mit 0,99 oder 0,01 oder noch ein bisschen weiter daneben. Das kommt einfach aus diesem, warum habe ich da so viele Nachkommastellen hingeschrieben? Das kommt beim Umrechnen gern zustande, dass es dann nicht ganz perfekt eine natürliche Zahl gibt. Aber Sie wissen ja, es gibt dann nur 3, 4, 5, 6, 7 Bit und nicht irgendwie Kommastellen für jedes Zeichen. Oder für ein einzelnes Zeichen, besser gesagt. Und damit ist dann D gefragt. Und dann kommt eine bisschen Denkaufgabe. Wir haben dann angenommen, dass wir den Zeichen oder dass wir ein Update machen. Und zwar der mittlere Binärstellenaufwand sich dadurch ändert. Und der soll eben so oder berechnet werden für eine Redundanz von 2%. Also die relative Redundanz. Das heißt, Sie müssen jetzt eigentlich überlegen, ja, wie ist denn die Formel? Also klein r ist gleich groß r durch m quer und so weiter. M quer haben wir schon. Ist quasi gegeben oben. Und entsprechend dann aus dieser Formel das so umformen, dass dann quasi oder umgekehrt. Falsch. Also Sie wissen R, Sie wissen H und so weiter und müssen sich das M quer ausrennen. Das ist ein bisschen eine Umformerei. Dürfte aber auch nicht allzu schwer sein. Man muss nur aufpassen, das R, das kleine R in Prozent, das ist gut, wenn man es umrennt in Groß R. Da steckt nämlich auch dann wieder das M quer drin. Also kleiner Groß R durch M quer. Und so kommt man dann auf das M quer. Bisschen einsetzen. Ist an sich nicht so extrem schwer.
glaube, das schaffen sie. Und das H, also weil das noch gefragt wurde, dass man da dann braucht, das ist das H von... So, ich sehe gerade, meine Software hat sich neu verbunden. Jetzt. Nachdem sich die Software jetzt auch neu verbunden hat, scheint da beim Link wirklich was gewesen zu sein. So, die meisten sollten jetzt wieder da sein. Ja, Link-Probleme, das Internet hängt sich ab und zu auf. Ich bin gerade die letzten Punkte noch durchgegangen. Ich weiß nicht genau, wo sie rausgefallen sind. Ich war jetzt schon bei Punkt H, der recht einfach ist. Punkt I ist auch relativ einfach. Ich glaube, das sollten sie schaffen. Und da ist nur aufpassen, was man da verwendet. MQ oder H. Wir reden ja von Informationsfluss. Und ich glaube, J ist der interessante. Ich habe es vorher schon kurz durchdiskutiert, aber ich fange nochmal von vorne an, damit es euch jeder hört. Der Trick hier bei dieser Herleitung der Kanalkapazität ist nun folgender. Also es soll wirklich hergeleitet werden, also theoretisch, anhand der Formeln. Ein Signal wird um 20 dB erhöht. Und wie wirkt sich das auf die Kanalkapazität aus? Da gibt es zwei Ansätze. Entweder beginnen Sie, das je nachdem, wie Sie es lieber haben, mit C neu, nenne ich das, ist C alt plus ein Delta. Oder Sie machen eine Relativrechnung im Sinne von C neu zu C alt ist irgendwas. Oder C neu ist C alt mal irgendwas. Deshalb, weil, also ich sage das deshalb, weil plus und mal beim Logarithmus, gerade Logarithmus Dualis, kommt in allen Kanalkapazitätsformeln vor. Das hilft ein bisschen. Manche rechnen lieber mit plus, also in dB, manche rechnen es lieber dezimal. Ich empfehle eigentlich gar nicht lang einzusetzen, sondern wirklich nur die Formel theoretisch herzuleiten. Und dann ergibt sich teilweise Logarithmus mal Logarithmus oder Logarithmus durch Logarithmus und so weiter. Und das kann man ja dann immer umwandeln in Minus oder Plus und mal und so weiter, indem man es zusammenfasst. Wichtig hier 20 dB. Die Kanalkapazitätformel ist aber dezimal immer. Also wir haben ein PS zu PN in Dezimal. Sie müssen also zuerst überlegen, was heißt das plus 20 dB im Sinne von Dezimal. Ist das dann ein Plus oder ein Mal oder ein Dividiert oder was auch immer. Es wirkt sich nur auf das PS aus, das heißt das PN bleibt, das müssen Sie nicht angreifen. Und dann setzen Sie quasi einmal C neu an, also C neu ist gleich B mal Logarithmus Dualis von 1 plus PS neu durch P alt oder P neues. Und das P alt ist dann einfach B mal Logarithmus Dualis PS alt durch P neues. Und die beiden dann eben dividieren und ausrennen oder addieren, also alt plus Delta gibt neu, und das herleiten, bis es nicht mehr weitergeht, da sollte eine relativ einfache Formel rauskommen mit dem Logarithmus. Gut, dann beim Bau des Satelliten wird ein Kabel verwendet, welches eine Bandbreite von 50 kHz besitzt. Also innen drin natürlich, nicht vom Satelliten auf der Erde. Entsprechend, wenn Sie 50 kHz lesen und Bandbreite, sollte schon klar sein, auch wieder Kanalkapazität. Das Signalrauschverhältnis soll berechnet werden in Punkt K. Entsprechend muss man das umformen. Dann kriegen Sie ein PS zu PN als Dezimalzahl. Also ist gleich 2 hoch irgendwas, minus 1. Und das dann aber schlussendlich auch nochmal in dB, weil unsere Signalrauschverhältnisse, die werden eigentlich normalerweise immer in dB angegeben, also auch nochmal von dem Dezimalwert 10 mal Logarithmus und das dann hinschreiben. Und für den Informationsfluss aus I, das ist, Sie bekommen hier H, beim Umformen brauchen Sie dann natürlich ein C, also C ist ja B mal Logarithmus, 1 plus PS zu PN. Wenn Sie PS zu PN wollen, als Umformen wollen, dann brauchen Sie B und die Kanalkapazität und die hängt mit dem Informationsfluss zusammen. Und hier können Sie ruhig annehmen, dass das maximal ist, also dass der beste Fall passiert, oder egal wie, es haben Sie halt kleiner gleich oder größer gleich in der Formel, ist ganz egal, kommt nicht drauf an, Hauptsache dann die richtigen Werte einsetzen. Und am Schluss die Theoriefrage. Die kommt auch bei vielen Prüfungen.
Also Daten, Information, Redundanz. Ich sage es einmal ganz kurz. Also Daten sind Information plus Redundanz. Daten und Information sind nicht das gleiche, wenn ich Redundanz habe. Wenn ich keine Redundanz habe, dann ist Daten und Information das gleiche. Und die Formel ist einfach m quer Daten ist h Informationsgehalt plus r. Verwechseln Sie die nicht. Information ist also der nützliche Teil der Daten und nicht gleich die Daten, ne? Wichtig. Und Redundanz ist der unnütze Teil der Daten, ist aber nicht gleich die Information, ist auch nicht gleich die Daten. Manche vermischen das, es gibt dann bei den Prüfungen immer Punkteabzug, weil dann Leute schreiben ja, oder Redundanz ist Information, die nicht gebraucht wird, oder ist der Teil der Information, der unnütz ist, stimmt dem nicht, Redundanz ist der Teil der Daten, der unnütz ist. Das letzte Beispiel. Oder gibt es da noch Fragen? K war da noch eine Frage. Ja, das ist eine. Sie können es hinschreiben. An sich kommt es auf den Punkt I an, was Sie bei der technischen Implementierung verwenden. Im Normalfall Informationsfluss ist immer H, also H mal RZ, mal der Zeilenrate. Praktisch, der theoretische Fall wäre, man sagt, man hat keine Redundanz und so, aber in dem Beispiel haben wir Redundanz. Das heißt, Sie können eigentlich I mit der Redundanz rechnen, also den Informationsgehalt nehmen und dann quasi bei K auch das entsprechende. Ich sehe auch noch eine generelle Frage, die ist gerade reingekommen wegen den Nachkommastellen. Ja, das wollte ich hier noch beantworten. Danke für den Hinweis. Das war nämlich auch eine E-Mail-Frage. Also ich würde empfehlen, wenn Sie Informationsgehalte H und Wahrscheinlichkeiten rechnen, dann sicherlich 3 bis 4 Nachkommastellen sind gut. Das hat einfach den Grund, wenn man durch die Summiererei und die Logarithmusrechnerei relativ schnell Rundungsfehler zusammenkriegt. Und das wird dann irrsinnig, wenn man nur eine Kommastelle hat, wird das irrsinnig schnell immer mehr und mehr. Und man wandert dann von den Zahlenwerten weg. Wir tun uns einfach einmal leichter beim Korrigieren. Da tun sie uns einen Gefallen. Und das Risiko wird auch minimiert, dass wenn sie dann komische Werte haben, dass dann einer sagt, ja, das ist falsch. Weil wir müssen dann wirklich jeden Wert nachrechnen, das dauert ewig lange. Also ich empfehle 3 bis 4 Kommastellen, dann sind Sie auf der sicheren Seite, dass Sie alle Punkte kriegen und wir tun uns auch ein bisschen leichter. Also Entropie ist meistens 4, Wahrscheinlichkeit nehme ich meistens so 3, aber weniger soll es dann nicht sein, mehr auch nicht unbedingt. Sie können es ausprobieren für die ganz Motivierten. Also mit 2 oder 1 Stelle, ich habe das mal durchprobiert, da wandert dann das Ergebnis gerade gegen Ende der Prüfung teilweise schon sehr weit davon weg, was sonst rauskommen wird. Okay, Beispiel 4. Beispiel 4 ist, glaube ich, wieder bekannt im konzeptionellen Sinn. Man hat einen Sinus, der wieder in Intervalle geteilt wird. Aber die Frage A ist dann gleich, da merkt man sofort, ach, da wird es dann irgendwie ein wenig anders. Das hatten wir noch nicht. Und zwar, also man zeichnet sich den Sinus auf, das ist die Vorgehensweise bei dem Beispiel, 3 Volt. Es gab eine Frage dazu, wie schaut denn das aus, dieses Signal. Also das wird dann bei analoger Modulation, muss ich vielleicht dazu sagen, bei analoger Modulation kommt das dann vor im Skriptum und bei der Übung auch nochmal, weil AM basiert ja darauf, dass die Amplitude sich ändert. Hier ändert sich die Amplitude nicht, wir haben nur ein Offset. Aber im Prinzip ist es so ähnlich, also wir haben 3 Volt. Das heißt, man zeichnet diese 3 Volt mal hin. Das ist ja nur eine waagerechte Linie bei 3 Volt. Und dazu drauf dann das 5 mal Sinus. Und der Sinus ist ja normalerweise bei 0. Also ich schiebe dann einfach um plus 3 nach oben den ganzen Sinus. Das heißt, der Sinus geht plus 5 hoch und minus 5 runter. Das ergibt dann in Summe, also 3 plus 5 gibt 8 und 3 minus 5 gibt minus 2. Das heißt, das ganze Signal wird von minus 2 bis plus 8 Volt sein und hat 10 Volt Spitzenwert. Man zeichnet das am besten mit Radiant, also von 0 bis 2 Pi. Ich habe deshalb auch die 2 Pf 0 mal T gewählt, weil da ist das Tolle, die Periodendauer von so einem Signal ist einfach 2 Pi oder 1 durch F 0 bzw. 2 Pi durch Omega 0. Omega 0 ist 2 Pi mal F 0. Also das heißt, 1 durch F0 ist sofort die Periodendauer und F0 kennen Sie.
Da müssen Sie auch gar nicht lang mit Zahlen herumrennen. Ich empfehle einfach, schreiben Sie einfach hin t, groß T ist gleich 1 durch F0, fertig, und in den Formeln immer das T einfach hinschreiben. Und beim Rechnen können Sie dann, müssen Sie auch nicht mal einsetzen, weil das sind immer proportionale Rechnungen, also kleiner irgendeine Zahl durch die Boden dauert und schlussendlich. Und das hebt sich dann am Schluss sogar noch weg. Also müssen nicht mal einsetzen, aber Sie können natürlich, wenn Sie wollen. Und die Idee ist jetzt, Folgendes zu machen. Man möchte das Verhältnis von Signalleistung nach der Quantisierung zu dem Quantisierungsrauschen berechnen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie PS zu PN. Aber eben nachdem man es abgetastet hat. Das heißt, man nimmt das analoge Signal mit einer bestimmten Abtastrate von 42 kHz auf. Das heißt, man bekommt nur in 42 kHz Abständen oder 1 durch 42 kHz Zeitabständen die Werte von diesem Sinus. Also diskrete Werte. Oder zeitdiskret, aber Werte kontinuierlich natürlich. Oder so, ja, genau. Und die Formel für das, die blende ich Ihnen kurz ein. Und zwar schaut es folgendermaßen aus. Das muss man aus der Theorie wissen, das kommt, glaube ich, in der Theorie auch vor. Sonst weiß man es aus Signalverarbeitung und allen möglichen sonstigen Vorlesungen. Das Rauschen nach der Quantisierung durch das Quantisierungsrauschen, also nichts anderes wie PS durch PN, nachdem man es abgetastet hat. Das gleiche ist wie die Signalleistung nach dem Quantisieren durch die Signalleistung vor dem Quantisieren minus der Signalleistung nach der Quantisierung. Dass diese Differenz, die sich aus dem Quantisieren ergibt, also die Änderung der Signalleistung durch das Quantisieren, ist unser Quantisierungsrauschen. Und Sie müssen sich nur überlegen, was passiert denn beim Quantisieren? Ja, beim Quantisieren wandere ich eine analoge Größe in digitale Werte um. Das heißt, bei einer analogen Größe, also vor dem Quantisieren, muss ich eine Leistung immer mit einer kontinuierlichen Funktion rechnen. In dem Fall ist es ein Integral. Also die Leistung über die Zeit, die effektive Leistung, ist einfach 1 durch t mal Integral von 0 bis t von u Quadrat von t durch r mal dt. Ich glaube, die Formel sollte möglichst schon mal irgendwo vorgekommen sein. Die dürften Sie eigentlich alle kennen. Und nach dem Quantisieren muss ich aber, nachdem ich einzelne Werte habe im zeitlichen Abstand, habe ich nur noch ui, also quasi u1, u2, u3, also meine Sample-Werte. Und die haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit auch noch, ne? Und die Formel, die Sie da sehen, ist eigentlich nichts anderes wie der Erwartungswert. Also wenn ich ein Signal zeitlich abtaste und diese Werte dann auch noch bestimmte Wahrscheinlichkeiten habe, dann muss ich den Erwartungswert rechnen. Und das ist nichts anderes wie aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, kennen Sie das? Erwartungswert von einer Wahrscheinlichkeitsfunktion ist die Summe von p von dieser Funktion mal pi. Und unsere Wahrscheinlichkeitsfunktion ist jetzt die Leistung. Das heißt, ich nehme ui zum Quadrat durch r, das ist die einzelnen Spannungswerte, die ich von der Abtastung kriege, mal der Wahrscheinlichkeit. Und das gibt mein PS nach dem Ganzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen Sie auf die PIs? Naja, das sollte bekannt sein. Die PIs kriegen Sie, indem Sie die Intervalle einzeichnen und dann sich, so wie bei den Vorrecheneinheiten, für die Intervalle die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Das heißt also wieder die Zeit, in dem das Signal in einem Intervall drin ist, durch die Periodendauer und die Gesamtzeit. Also eine Periode aufzeichnen, einzeichnen, wie lange das die Spannung im Intervall 1 ist, 2 ist, 3 ist und so weiter. Die entsprechende Zeit dividieren durch die Periode gibt die Wahrscheinlichkeit. Wie Sie die Intervalle benennen, ganz egal, können Sie machen, wie Sie wollen. Summe muss dann 1 geben der Wahrscheinlichkeit, und die UIs, das sind die Spannungswerte der Intervalle. Sie werden also sieben, im Normalfall sollten Sie, glaube ich, sieben Intervalle kriegen und dann entsprechende Spannung dazu. Und nachdem das ja sieben Intervalle sind, aber acht Linien logischerweise, ist es, soweit ich mich erinnere, glaube ich, die Mitte des Ganzen.
am besten. Also dann Sie haben zum Beispiel von 0 bis 1 Volt, 1 bis 2 Volt oder in dem Fall von minus 2 bis minus 1, minus 1 bis 0 und so weiter. Oder naja, es wird ungerade durch die 7 Schritte. Ich glaube, 10 Siebtel ist dann ein Intervall, also von minus 2 bis minus 0,7 und so weiter. Und da immer die Mitte nehmen, dann sind sie garantiert richtig unterwegs, das passt dann. Und dementsprechend dann einsetzen, also den ersten Teil rechnen, den zweiten Teil rechnen, das R kürzt sich raus, das können Sie also vergessen oder einfach ein Ohm einsetzen, Gesamtwert ausrechnen und damit haben Sie Punkt A erledigt. Deshalb nur 4 Punkte, also Sie sehen schon, Punkt A ist relativ aufwendig, also nicht unterschätzen. Das dürfte doch ein, zwei Seiten Rechenarbeit geben. Und dazu soll dann ein Blockcode verwendet werden, möglichst effizient, das heißt also möglichst wenig Bit, das heißt n gleich 7 Zeichen, naja, werden es wahrscheinlich 3 Bit sein, vermute ich mal, ne? 2 hoch 3 gibt 8, und dementsprechend die Redundanz dann ausrechnen. Das Ganze dann wird noch, also wird dann tatsächlich abgetastet, weil das vorher war ja nur die Leistungen, und daraus dann soll dann das Signal-Rausch-Verhältnis berechnet werden. Ich glaube, die Formel kennst da, FA nicht verwirren lassen, das ist nichts anderes wie die Zeichenrate. Wir haben es hier mal anders genannt, weil in der Literatur heißt es ja oft Abtastrate. Ist aber auch nichts anderes wie Zeichenrate. Ein Abtastwert ist bei uns ein Zeichen. Also kennen Sie RZ, Sie kennen B, Sie kennen das Rausch-Leistungsverhältnis, Sie kennen dann M quer von oben. Na, und dann ist nur noch die Frage, wie hängt H' und C zusammen? Und M quer und RZ mit H' zusammen. Und dann haben Sie es schon. Und die letzte Frage, die ist wirklich eine Theoriefrage auch wieder. Und zwar, wie oder wenn man wirklich ein rein sinusförmiges Signal verwendet. Also wie man es hier in diesem Beispiel haben. Und zwischen Sender und Empfänger nur das periodische sinusförmige Signal eben übertragen wird. Wie viel Information würde man dann eigentlich übertragen? Das greift schon ein bisschen vor. Also die letzte Frage dieses Übungsblattes greift schon ein bisschen mit vor zum Thema Modulation. Also wenn ich ein Signal übertrage und nichts moduliere, das heißt rein nur den Träger, also nur ein Sinussignal übertrage, naja, wo ist dann meine Information? Habe ich dann eine Information übertragen oder nicht? Und das sollen Sie hier beantworten. Einfach darüber nachdenken, warum man moduliert und warum man nicht einen Sinus schickt oder ob im Sinus trotzdem Information drinsteckt und das irgendwie begründen. Und wenn im Sinus was steckt, dann dafür Information drin und so weiter. F0 ist gerade noch die Frage im Chat, warum ist das gegeben? Einmal, weil es in der Formel vorkommt, dann habe ich es hingeschrieben. Sie brauchen es nicht unbedingt, das habe ich ganz vorher gesagt, weil man, wenn man mit 2π rechnet und der Periode t gleich 2π und sich dann alles in Radiant aufzählt, dann braucht man die Werte nicht unbedingt einsetzen. Manche rechnen es aber wirklich lieber mit der Zeit, also die setzen dann wirklich gerne da für die ganze Geschichte Werte ein, ist aber eigentlich unnötig. Ich sage immer, lieber nicht. Wer es aber möchte, kann das einsetzen. Ansonsten braucht man es nicht. Gut, das war jetzt, ich glaube, eh schon das letzte Beispiel. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Weil sonst, wenn es keine gibt, vielleicht tippen noch ein paar, ich warte noch ein bisschen. Sonst ja, sind diesmal 4 Beispiele, bestehen aus 2 Testbeispielen, also die sind relativ aufwendig. Die 2 anderen sind, glaube ich, nicht so. Sie haben aber damit auch ein gutes Gefühl. Ich glaube, jeder, wo das durchrechnet und wirklich das Ganze auch probiert, der hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung für die Prüfung. Also ich empfehle es wirklich, jetzt nachdem sich die Gruppen nicht treffen können, natürlich macht es Sinn, das aufzuteilen. Jeder rechnet sich ein Beispiel und dann wird das zusammenkopiert und man gibt es ab, durchaus okay. Man kann ja keine Gruppenarbeiten oder sollte keine machen.
Und somit muss man das halt anders organisieren und dass das Gruppe halt irgendwie aufteilen. Aber trotzdem, versuchen Sie es durchzurennen. Ich empfehle das wirklich, weil es sind zwei Prüfungen. Wer die kann, der hat auch eine große Chance, dass er dann bei der Prüfung das dann auch schafft. Okay, noch eine Frage. Ja, jein. Nee, ich glaube nicht, weil. Gute Frage, ob das die Varianz ist. Schauen wir uns nochmal die Formel an. An sich glaube ich nicht, aber da müsste ich ehrlich gesagt selber nochmal durchlesen. Weil es ist ja nicht E Quadrat oder so, glaube ich. Also das eine ist die Leistung. Na, ich würde es spontan sagen, eher nicht. Weil das eine ist ja im analogen Bereich einfach der Mittelwert und das andere sind quasi die Leistungen, die sich ergeben aufgrund der Schwellen und die Differenz dazwischen. Das wäre dann quasi die Abweichung auf jeder Stufe. Also ich würde eher sagen, nein. In 2c, naja, dB-Werte sind positiv oder null oder negativ, das kann natürlich alles möglich sein. Es kommt ganz darauf an, wie die Werte sich ergeben. Ich glaube generell, man denkt immer, dass Werte manche positiv sein sollen, manche negativ. Egal, es gibt immer beides. Also wir haben das bei Signalen oft, dass die Signalrauschleistung negativ sind. Das nutzt man auch manchmal aus, aktiv, bei Handys zum Beispiel. Da gibt es, oder bei anderen Systemen, da wird das Signal im Rauschen versteckt, damit man es nicht so findet. Und dementsprechend ist es durchaus möglich. So, ich glaube, bei den Werten sollten Sie sich nicht verwirren lassen, wenn mal was Negatives rauskommt. Und das wäre zu 4c gewesen. Ja, war die gleiche Frage. Ja, also durchaus. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was rauskommt. Wenn Ihre Rechnung stimmt, dann kann durchaus auch was Null oder was Positives, was Negatives sein. Das ist kein Thema. Das heißt ja nicht, dass es wegen dem mathematisch falsch ist. Ob es dann technisch geht, ist dann natürlich eine andere Frage. Wenn das Signalrauschverhältnis negativ wäre, dann wird es schwierig, das dann entsprechend zu empfangen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten heutzutage. Aber das kommt dann, ich glaube, bei digitaler, nein, ich weiß nicht, vielleicht kommt das bei digitaler Modulation ein bisschen vor, was da genau passiert. Und sonst glaube ich, in Signalverarbeitung gibt es ein paar Vorlesungen, die das ganz genau durchdiskutieren, was dann passiert. Okay, ja, ich sehe 30 Teilnehmer, 10%, sehr schön, das ist ungefähr wie das Jahresmittel über die letzten Jahre. Ich glaube, Sie sind jetzt sehr gut vorbereitet für die Hausübungen und hoffentlich auch ein bisschen für die Prüfungen mit den Tipps, die ich gegeben habe. Dann sollte es noch Fragen geben, Sie können uns jederzeit per E-Mail erreichen. Oder auch die Teach Center Forum-Geschichten verwenden. Das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Nutzen Sie das. Ihre Kollegen haben dann auch was davon, am besten im Teach Center. Die Hausübungen werden dann von uns kontrolliert und so weiter, aber Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, dass Sie sich fleißig bemühen, Fragen zu stellen. Fragen Sie so viel Sie können. Das hilft recht gut, glaube ich. Und bei den nächsten Übungen wird es dann so sein. Also ich übergebe dann an meinen Kollegen Andreas Hörmer. Er wird dann die analoge Modulation mitgeben. Das macht also der Kollege Andreas Hörmer jetzt neu. Dementsprechend wird es auch wahrscheinlich neue Beispiele geben. Und da würde ich auch empfehlen, dann also in, glaube ich, 3, 4 Wochen dann fleißig zu fragen. Und nachdem es jetzt keine Fragen mehr gibt, ja, danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Hausübungen und auch natürlich bei der Teilklausur beim Üben. Und generell mit Nachrichtentechnik in diesem Semester. Danke.